Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute melde ich mich ein bisschen später. Wir haben aktuell 14 Uhr. Wir wollen jetzt mal kurz raus. Ich werde mit den Kindern kurz nach Wien fahren zum Krieghistorisches Museum und dann zum Spielplatz. Ich habe neue Nachrichten. Die Mama kommt morgen wieder nach Hause. Wir freuen uns schon. Und die Luisa ist gestern in der Nacht ein bisschen früher eingeschlafen. Sie ist bis 2 Uhr munter geblieben. Sie hat noch immer nach Mama gesucht. Aber dann hat sie aufgegeben und ist dann eingeschlafen. Ja, also wir fahren jetzt los und wir zeigen euch, was wir heute den ganzen Tag machen werden. Wir sind jetzt in Wien angekommen. Wir fahren jetzt nicht mehr zum Krieghistorisches Museum, weil die Luisa ein bisschen unruhig war. Sie war nur müde. Ja, also die lange Fahrt nach Wien zeigt Wirkungen. Selbst bei mir hat es gewirkt. Ja, er schläft auch und die Michael hat auch geschlafen. Und wir sind jetzt im Donaupark. Wir werden hier ein bisschen Zeit verbringen. Patrick ist auch mit uns dabei. Ein seltener Gast. So selten. Nein, in letzter Zeit haben wir ihn schon mal öfter gesehen beim Kochen. Er kann sich nicht mehr so viel verstecken. Er wird immer größer. Wenn ich heute nach vorne schaue, das sind so viele Menschen. Mhm. Sollen wir jetzt aussteigen? Ja. Ah ja? Kannst du es auch nicht machen? Aber die machen immer Roblox. Aber zu dem bitte geh nicht hin, weil die können schon aggressiv werden. Lisa, schau mal dort. Schau mal. Die werden vor allem wegen ihrem Babysack aggressiv. Wenn denen zu nahe kommt. Für mich? Ah, das riecht so gut. Hey Papa, das ist eine Babyente. Mhm. Papa, das ist die Schwester und das ist der Bruder und das ist die Mama. Und ich meine, das ist die Mama und das ist der Bruder und okay. Das ist die Schwester. Ach, und das ist das Baby. Und Baby. Okay, und wer sind die zwei hier? Mama, das ist Mama. Okay. Und ich meine, das ist die Mama, die schwarze ist. Und diese zwei sind Bruder und Schwester. Aha. Und diese zwei Kleinen sind Küken. Babyenten. Ich habe noch nie Babyenten gehabt. Na, schau da hinten. Ich wollte schon immer mal Babyenten halten. Wir haben Babyküken zu Hause. Aber ich wollte schon immer mal Babyenten haben. Okay. Halten. Sollen wir auch noch welche halten. Holen? Ja. Hallo. Hallo, Vigaba. Hallo. Hallo, Babyenten. Hallo, Babyenten. Das sind keine Babyenten, das ist Schwester und Bruder. Ach so? Ja. Papa. So, gehen wir weiter, oder? Ja. Lara, du musst auf das Blaue draufsteigen. Warum denn? Schau so. Papa! Oh, du bist ja lau. Was? Komm, Michel. 1, 2. Beim 3 müsstest du loslassen. Schön. Geht's? Okay. Einmal. Nach so vielen Regentagen und immer grau in grau, man freut sich so sehr auf so einen sonnigen Tag, mit den Kindern Zeit zu verbringen und auch natürlich draußen, nicht nur drinnen. Okay, Luisa?
Magst du Uta? Lara, Lalo, Uta. Oh mein Gott, Michelle! Schau dir, Michelle. Michelle, du kannst beim Zirkus arbeiten. Als Kletteraffe. Und dann nur als Affe, ja? Lisa, was ist das? Also du hältst das auf für die Fahrt oder was? Ja, und dann fällt es runter. Lisa, isst. Nein. Darf ich das essen? Nicht essen, bitte. So, meine Lieben, wir sind schon nach Hause gekommen und die Hunde zucken voraus. Ja, die streiten jetzt. Die streiten? Wir bringen jetzt die Hunde eine Runde Gassi und dann werden wir gleich mit Abendessen kochen, also anfangen. Was? Magst du auch Lärm, gell? Ja! Ja, Lärm machen ist lustig! Juhu! So. Geh mal mit den Hunden, Gassi. Gassi? Gassi? Geh mal, Gassi. Kleine kaputt. Ja, die Kackleine ist kaputt und... Ja, aber egal. Aber so schön ist der Wald, oder? Ja. Aber nicht schön, wenn wir Brennnesseln haben. Einen was? Aber das ist nicht schön, wenn wir Brennnesseln haben. Es gibt keine Brennnesseln. Oh ja, schon, aber. Das geht. Wie lange gehen wir noch? Mich hat was gestochen, glaube ich. Wie weit gehen wir noch? Wieso hast du Angst? Ja. Gehst du kurz Lara auf der Seite? Ich will aber da mal reingehen. Wieso? Mondstein. Hm? Was? Monster, das ist meine Ausrede. Monster. Ein Waldmonster. Aber ehrlich gesagt, heute war ein sehr schöner Tag. Aber ehrlich gesagt bin ich froh, dass die Leine kaputt gegangen ist, weil die Leine hat mich so genervt. Ja, die kam. Ich habe sie gehasst. Dieser komische, blöde Knopf, der ist manchmal, stecken geblieben. Und... Daddy? Ha? Für mich? Hm. Vielen Dank. Ja, nochmal. Ah. Danke. Machst du mich heiraten? Ich bin der beste Papa. Oh, ich bin der beste Papa. Ich liebe dich. Das heißt, die beste Kinder auf dieser Welt. Papa. Alles okay mit dir? Entschuldigung. Papa. Hey, das kitzelt. Sophie sieht so aus, als hätte sie gerade einen Krampf. So, meine Lieben, Abendessen ist schon fertig. Ich habe jetzt nicht mehr gefilmt, wie ich das Essen vorbereitet habe. Das ist ein veganes Gericht, das ist ein Kartoffelgulasch ohne Fleisch. Das dauert nicht lang, circa eine Stunde, alles drum und dran. Mit Schneiden und ja, Kochen. Das ist ein Gericht, das wir auch sehr gerne essen. Michelle, Lisa,
Adrian! Es ist fertig! Yes! Es ist fertig! Entschuldigung. Was willst du? Wer hat das? Nein. Du mit meinen Fingern? Du isst es nicht mit den Fingern, du kriegst jetzt gleich einen Löffel. Bitte schön. Danke schön. Ein Glas Melara. Ein Glas Melara. Und Apfelsaft. Und ein Glas für die Luisa. Michelle, Entschuldigung. Warte kurz. Bitte schön. Danke schön. Ich bin ein Einhorn. Ja, schaut gut aus. Hoppala. Dann kannst du kurz anhalten. Ein bisschen Wasser. So, meine Lieben, wir haben jetzt 21.30 Uhr. Ich möchte jetzt den Vlog hier beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, Glocke einschalten und bis nächstes Mal. Tschüss! Ja.